Yo Leute, herzlich willkommen zu meinem Real-Life-Video. Ja, vorweg, danke an 9600 Abonnenten. Das hätte ich nie gedacht, dass wir so viele Abonnenten in kurzer Zeit bekommen werden. Ich dachte auch erst so, ja, YouTube, vielleicht kriegst du 1000 Abos, das wäre auf jeden Fall schon geil. Aber dass es jetzt schon so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Und echt klasse, danke an alle, die mich immer unterstützen, Kommentare abgeben, liken oder mir einfach Verbesserungen schreiben. Oder wenn jetzt ein Hater da kommt und mich dann unterstützt, echt klasse, finde ich richtig geil. Und da wollte ich mich nochmal wirklich bedanken. Und gibt mir viele, die sowas machen. Und ja, ich wollte mich erst bei 10.000 Abonnenten zeigen. Grund dafür ist eigentlich jetzt, dass ich mich zeige, eine neue Serie, und zwar Schlag den Hansa-Fan von Monika D Gaming vorgeschlagen. Und ich muss gerade so blöd gucken in die Kamera. Nein, das ist mein Handy, aber ist egal. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ja, was oder wie oder was ist eigentlich Schlag den Hansa-Fan? Das ist eine Art, ja, Abonnent gegen Hansa-Fan, wo ihr gegen mich spielen könnt. Um Coins sogar, ihr könnt Coins gewinnen, aber auch verlieren. Ich erkläre euch das kurz. Monika D Gaming wird mein erster Gegner sein, da er ja die Idee hatte, ist ja klar. Und dann wird er mir zuerst 5000 Coins einzahlen. Und wenn ihr ausgelost werdet, natürlich müsst ihr mir dann auch, was ist das denn, 5000 Coins einzahlen, weil, ja, damit ich sicher gehen kann, dass ihr nicht schummelt und dass es dann alles fair ist. Wenn ihr dann gewinnt, dann bekommt ihr von mir 10.000 Coins, also 5.000 Coins zurück, eure 5.000 Coins, und dann 5.000 Coins extra. Ich finde das echt eine klasse Idee, und wenn ihr verlieren solltet, bekommt keiner, also bekommt ihr das Geld nicht, sondern wird in der nächsten Episode gesteigert um 5.000 Coins. Das heißt, ihr könnt dann in der nächsten Episode um 10.000 Coins spielen. Wenn ihr dann gewinnen solltet, bekommt ihr dann 15.000 Coins von mir, die 5.000 Coins wieder und die 10.000 Coins zurück, habt ihr dann gewonnen sozusagen. Und das ist echt eine klasse Idee. Ich werde es euch auf jeden Fall nicht leicht machen, kann ich euch schon mal sagen. Ich spiele mit meinem Bundesliga-Pace-Team und russischem Pace-Team vielleicht auch nicht. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht Pace-Hure. Ich habe noch ein anderes Team, brasilianisches, da wollen wir mal schauen, vielleicht werde ich mit diesem Team ausspielen, aber lasst euch überraschen. Und ja, das war's eigentlich von mir. Viele fragen sich auch noch, wo wohnst du eigentlich, Hansa-Fan? Und ja, das will ich hiermit nochmal beantworten. Ich wohne in Hamburg. Steht, glaube ich, auch auf meinem Kanal. Ja, kann sein. Das wäre hiermit schon mal erledigt. Und ich würde sagen, schaut in den nächsten Tagen vorbei. Da werden auf jeden Fall ein paar Videos folgen. In der letzten Zeit gab es ja jetzt nicht so viele. Aber dennoch, ja, wird es ja in Zukunft passieren. So, dann ist ja bald Silvester und vielleicht gibt es noch ein kleines Special, das muss ich nochmal überlegen, ich weiß nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich raus und bedanke mich. Vorweg, schreibt mal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen möchtet. Make a Million Coins ist jetzt sehr schwer, aber vielleicht Pack and Play, Road to Glory. Und das war's eigentlich. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ein kleines Player-Review folgen wird. Ja, seid gespannt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, das habe ich schon dreimal gesagt oder viermal, egal. Bis dann, haut rein.